Hi Leute und willkommen bei Leinwand TV. Es gibt eine neue Fantasy-Reihe, das ist gut. Schließlich ist ja da eine große Lücke, nachdem die Flüsterkuschel-Vampir-Reihe Twilight endlich ausgelaufen ist. The Mortal Instruments heißt die Reihe, zu Deutsch Chroniken der Unterwelt. Eigentlich sind das 6 Bücher, ins Kino kommt jetzt aber erstmal der erste Teil, City of Bones. Die Fantasy-Reihe handelt von Clary, einem ganz normalen Mädchen, das eben nicht so ganz normal ist, sondern eine sogenannte Schattenjägerin. Es ist also ihr Job, das ganze Übel der Welt zu jagen. Gut, zugegeben, hier klingt es ein bisschen nach Buffy der Vampirjägerin, aber es gibt ja noch viel mehr als nur Vampire. Viel mehr übel Kroppzeug und fiese Monster, die gejagt werden können. Gespielt wird Clary ziemlich überzeugend von Lily Collins. In einer, naja, nennen wir es mal unbedeutenden Nebenrolle kann man auch Olle Elias Mbarek sehen. Gut, erster Hollywood-Auftritt also als Vampir, quasi Kanonenfutter, aber hey, Hollywood ist Hollywood. Die Geschichten über Monster, Albträume, düstere Legenden, die man sich am Lagerfeuer zuflüstert. Sie sind alle wahr. Was hast du? Hast du es nicht gesehen? Lass das nicht wahr sein. Was siehst du denn da? Wieso kann nur ich dich sehen? Du bist keine Mundi. Keine Mundi? Du bist kein Mensch. Und was bin ich dann? Deine Mutter ist Schattenjägerin, so wie du. Auf der ganzen Welt jage ich Dämonen, die unterschiedliche Gestalt annehmen. Schattenjäger. Halb Engel, halb Mensch. Wesen mit enormer Kraft. Sie stellen das Gleichgewicht her und schützen die Welt im Kampf gegen das Böse. Was willst du denn mit der? Sie ist anders. Sie bringt uns allen den Tod. Folge der Karte in deinem Kopf. Unser Schicksal liegt in deiner Hand. Das sind zu viele. Hab Vertrauen. Lauf! Willkommen in der City of Bones. Die Chroniken der Unterwelt, City of Bones, offen gesagt finde ich, das Ganze sieht ziemlich gut und vielversprechend aus. Hoffen wir mal, dass der ganze Film ohne unnötiges Teenager-Romanzengekuschel auskommt und dass die Vampire hier das tun, wozu sie einst ausgedacht wurden. Blut trinken, richtig übel drauf sein und gefälligst im Sonnenlicht sterben. Auf meiner ganz persönlichen Vorfreudeskala erhält der Film Chroniken der Unterwelt 7 von 10 möglichen Punkten. Wie seht ihr das? Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.